Die Mayas haben einige interessante, aber nicht allzu intuitive Zauber in ihrem Arsenal. Einer davon ist zum Beispiel der maßlos underpowerte Fruchtbarkeitszauber, aber auch ihre Kampfmagie ist etwas eigen. Den Mayas stehen wie den Römern und Trojanern drei solche Zauber zur Verfügung. Gegner bannen, schützen, strafen und Aufwertung. Sehen wir mal genauer hin. Gegner bannen teleportiert bis zu 20 feindliche Soldaten an einen Ort eurer Wahl. Dieser Zauber ist in der Hinsicht besonders, dass ihr ihn nicht direkt auf die Soldaten anwendet, die ihr loswerden wollt. Stattdessen werden die Soldaten in einem Umkreis von 10 Feldern um den zaubernden Priester an den Ort teleportiert, an den ihr rechtsklickt. Dazu könnt ihr auch auf der Minikarte rechtsklicken, aber je nach Kartengröße ist das natürlich sehr ungenau. Das Ziel muss aber auch ein Ort sein, wo die Soldaten erscheinen können. Wenn ihr also versucht, eure Gegner einfach ins Meer zu beamen, bleibt der Zauber wirkungslos. Dieser Zauber kann in der Verteidigung dabei helfen, Druck von euren Türmen zu nehmen oder Axtkämpfer loszuwerden. Sein Einsatz ist für den beteiligten Priester aber oft Selbstmord. Gleichzeitig ist dies der einzige Zauber der Mayas, der gegen Nahkämpfer genutzt werden kann. Er funktioniert grundsätzlich gegen alle Soldatentypen, aber nicht gegen Spezialisten. Dunkle Schamanen zählen aber zu ersteren. Schützen Strafen verwandelt bis zu 10 feindliche Bogenschützen in Schmetterlinge. Wohlgemerkt nur Bogenschützen, aber nicht Rucksackkatapultisten oder Blasrohrschützen, auch wenn letztere das Wort Schütze im Namen haben. Die Säureschmeißer des dunklen Volks zählen aber als Bogenschützen. Die große Stärke dieses Zaubers ist, dass er gegen Bogenschützen immer effektiv ist, egal welches Level sie haben. Wenn ihr gegen einen Maya spielt, von dem ihr wisst, dass er gerne Magie einsetzt, würde ich euch empfehlen, eher auf andere Einheiten auszuweichen. In einem Mirror-Match könnten in einem solchen Fall sogar Blasrohrschützen die bessere Alternative sein, wobei diese weiterhin nicht den Hauptteil eurer Streitmacht ausmachen sollten. Beförderung wertet bis zu 10 Level 1 und 2 Soldaten auf die nächste Stufe auf. Das funktioniert mit allen Soldaten außer Hauptmännern und Rucksackkatapultisten, wobei das bei letzteren nicht gewollt zu sein scheint. Aufgewertete Soldaten werden dabei auch geheilt, wodurch der Zauber begrenzten Nutzen in aktiven Kampfhandlungen hat. Leider hat der Zauber keinerlei Wirkung auf Level 3 Soldaten. Wenn eure Armee bereits ausschließlich aus solchen besteht, ist der Zauber also nutzlos. Nun könnte man den Zauber natürlich nutzen, um die schwächeren Truppen, die man vielleicht am Anfang ausgebildet hat, aufzuwerten, aber dieser Zauber kostet 30 bis 120 Mana pro Anwendung. Sein ökonomischer Effekt liegt aber im besten Fall bei 10 Goldbarren. Das Verhältnis Mana zu Gold ist je nach Anzahl der bisherigen Nutzungen vergleichbar mit dem Umwandlungszauber. Wenn man den schon verwendet, könnte es manchmal vielleicht sinnvoller sein, ein paar Level 2 Soldaten zwischenzuschieben und diese per Magie aufzuwerten. Aber darüber hinaus fehlt diesem Zauber meiner Meinung nach eine sekundäre Wirkung, wie etwa die Fähigkeit, Level 3 Soldaten zu heilen. Einen Sonderfall gibt es aber noch, denn dieser Zauber funktioniert auch bei verbündeten Kriegern des dunklen Volks. In einem ungemoddeten Spiel kann das Spiel diesen Soldaten aber keine Textur zuweisen und stürzt ab, sobald diese Krieger anfangen zu kämpfen. Vielleicht sogar schon, wenn sie sich nur bewegen. Das lässt sich aber theoretisch fixen, indem man in der Set der Values XML entsprechende Einträge für höherstufige DV-Krieger ergänzt. Da wir ihnen dort aber nur Animationen, jedoch keine normale Textur zuweisen können, werden sie nach dem Kampf direkt wieder zu Strichmännchen. Anders als die Kampfmagie der Römer und Trojaner ist die der Mayas sehr spezialisiert. Gegen Bogenschützen kommt nichts an sie heran, aber das ist auch ihre Achillesferse. Ihre beiden anderen Kampfzauber sind sehr situationsabhängig, aber gerade Teleport kann im richtigen Moment angewandt durchaus nützlich sein. Geeignete Zielorte sind Inseln, Krater und alle anderen Orte, von denen die Soldaten nicht aus eigener Kraft entkommen können. In Spielen mit mehr als zwei Teams könnt ihr auch versuchen, die Soldaten eines Gegners in die Siedlung des anderen zu teleportieren. In allen anderen Fällen schickt ihr sie einfach ans andere Ende der Karte. In diesem Fall sind sie zwar nicht völlig neutralisiert, aber sie müssen sich neu gruppieren und unter Umständen dauert das Spiel dafür schon gar nicht mehr lang genug.